Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Outer Worlds. Ja, es ist mal wieder Montag, nee, Wochenende ist vorbei, Schluss mit lustig. Jetzt beginnt wieder der Ernst des Lebens, ja, denn wir haben hier noch eine Menge zu tun auf Monarch, ne? Denn wir müssen ja hier immer noch die Mission ein Colt für alle Fälle, ich meine natürlich ein Bolt für alle Fälle lösen, ne? Also, das sind ja, die müssen hier das Bolt 52 in einem verlassenen Gebäude im Norden von Stellar Bay suchen. Ne? Optional können wir die Daten auf dem Terminal löschen. Und zwar ist das Mission für den Sanjir, bla 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 bla. Genau, Saula Sanja, genau. Ne? Das müssen wir ja machen, um auch unsere Hauptquest ein bisschen erledigen zu können. Ne? Weil da steht ja, bla 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 bla. Der Informationssender kann dir den Standort der Chemikalien nicht verraten, bevor du nicht die Ikonoklasten und die MSI-Übertragung gestoppt hast. Ne? So, und dafür müssen wir den Sanji überreden und das heißt, wir müssen da erstmal die Mission von dem Sanji machen. Ja? Damit wir ein gutes Ansehen bei den Jungs und Mädels da haben. Ja, damit wir die überreden können, die Übertragungen einzustellen. Ja, oder würde ich sagen, das machen wir mal. Ich habe mich mal hier hin teleportiert, ne? Wir waren in der letzten Folge, waren wir noch hier unten irgendwo, da weiß der Geier hier in der Ecke hier, ne? Bei der Station Devil's Peak, genau, und ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen, ne, das ist ja auch langweilig, also habe ich mich einfach mal hier hingeportet, weil da müssen wir nämlich hin, da haben wir einen recht kurzen Weg, ne? Wir sind in den letzten Folgen schon genug gelaufen, ne? Ist zwar normalerweise nicht meine Art, hier so da rum zu teleportieren, ich mag das halt generell nicht so, das wisst ihr mittlerweile, aber jetzt in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme, ne. Also dann würde ich sagen, legen wir mal los. Da hinten ist das ASS-Lager. Da laufen wir jetzt mal hin. What? Smells like those old Sundays when we'd unload salt tuna shipments at the cairn. You'll get used to it. Give it 10 or 15 years. Okay, alles klar. So, laufen wir mal hier lang. Ah, da kommen wir nicht lang. Ah, wir müssen außen rum über die Brücke. Ah ja, okay, alles klar. Gut, 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 gut. Ist ja okay. Waren wir ja eigentlich schon drinne überall? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gibt's hier irgendwas? Ach, da liegt ein Toter. Oh, ja, guck mal, Mac Dietrich Omas. Ja, da müssen wir mitnehmen. Das können wir nicht liegen lassen. Was hast du denn da? Aha. Bitmodule, leichte Munition, Arena, Pulsammer. Jo, nehmen wir mal mit. Notfalls können wir es zerlegen oder verkaufen. Leichte Munition, schön. Was haben wir hier? Energiezelle, leichte Munition. Und was hast du? Schicker Hut. Naja, schön. Okay, alles klar. Ja, einen schicken Hut braucht man ja immer, ne? Wer weiß, was einem noch so alles begegnet unterwegs. Dann muss man ja einen schicken Hut haben. Sehr wichtig. Okay, so, weiter geht's. Ist das auf eine Kirche oder sowas? Soll das eine Kirche sein? Keine Ahnung. Ist auch egal jetzt. Was haben wir hier? Da können wir nicht rein. Ja, ne, hier ist zu. Careful. Only was? Things you'll find in the ruins are liable to shoot you or eat you. Aha. Or both. I wonder who used to live here. Do you suppose anyone remembers anymore? Ja, wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was wir noch nie gemacht haben, oder den Schrumpfstahl haben wir ausprobiert hier, ne? Zack. Zack. Nicht schmeißen. Geht das nicht? Ha, okay. Ja, was macht denn der hier? Schrumpft er die Viecher nicht? Aha, ja, schön. Hm. Ich glaube, irgendwas habe ich nicht verstanden mit dem Schrumpfstrahler, weil irgendwie schrumpfte die Viecher nicht. Oder habe ich da jetzt was übersehen? Naja, egal. Probieren wir irgendwann nochmal. Oh, guck mal, liegt noch ein Toter. Hallo. So. Weiter, 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 weiter. Ach, guck mal, hinten kam auch rein. Gar nicht gesehen. Okay, muss ich mal anschauen, was haben wir hier? Leichte Munition. Schön. Hier kann man noch rein. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Einen Übergang zum Matter Residence. Okay. Sollen wir da mal schnell reingehen?
Na komm, wir gehen da mal rein. Wer weiß, was es da gibt. Ne, vielleicht irgendwas Interessantes, was wir gebrauchen können. Da geht's wieder raus. So, ein Klavier. Oh, schön. Ich will spielen. Mach mal nur. Ja, komm, ich... Ach, mach das. Schade, dass es nicht geht. Komm, ich will den Flohwalzer spielen. Di-di-di-di-di-di-di. Wie das der Ententanz. Wie geht der Flohwalzer nochmal? Na, na? Wisst ihr es? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Oh, hallo. Okay. Ups. Visitor? What an unexpected surprise. Please, come in. Come in. Danke, danke, sehr freundlich. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. The Edgewater deserters were perfectly nice, and they lived outside the city walls. Well, maybe not Adelaide, but everyone else. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Ja, komm, warum auch nicht, ne? Wenn wir schnell nett eingeladen werden und wenn sie uns ankragen wollen, dann werden sie es bereuen. Excellent. You've arrived at just the right time. Mhm. My wife is putting the finishing touches on dinner. Mhm. Please, make yourself at home until it's ready. Something ain't right about this. Ah ja, wegen komischer Augen, der Gute, ne? Der Edgar. Ja, irgendwie so, oder? Das ganz komische Augen hat der. Ha, ha. Naja, egal. Und du? Was bist du für einer? Oh, hello there. You come for dinner? Ja, war nicht mein Plan, aber, oh. Are you sure? Because someone came for dinner yesterday. Or a week ago. Wasn't that you? Nee. Maybe not. Ja. Du hast auch... Du hast auch nicht mal alle Fledermäuse im Glockenturm, was? Alles klar. Ich habe eine Fledermaus in meinem Glockenturm. Spruch vom Joker aus dem alten Batman-Film. Wie hieß er noch gleich hier? Das war aus dem ersten Batman-Film mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Wie hieß der Joker da mal, der Schauspieler? Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst das bestimmt. Ich komme nicht drauf. Na, egal. Ja, alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt. It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. I felt like that after my dad passed. Walked around in a haze for weeks. Mm-hmm. I'm sorry you're feeling that way too. Other times it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Mm-mm. Naja, ne? Nett wie wir sind. Vielleicht kann ich dir helfen. That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? Mhm. Naja, okay. Also dann, ich lasse dich mal in Frieden. Schön, schön. Martha Matter. Martha, wie auch immer. Jo, nee, das ist schon komisch, oder? Was meinst du, hä? Komm, wir gucken uns mal um. Ja, ich glaube, Clowns hat man jetzt hier nix. Oh, was hast du noch zu reden, Mama? Was macht das Essen? What a pleasant surprise. Uh-huh. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Uh-huh. Yet the Eternal provides, does it not? Ja. Ja. Optimistisch bist du auf alle Fälle. Wenn ihr so gerne Gesellschaft habt, warum lebt ihr hier draußen? Ja, eben, frage ich mich auch. The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. Ah ja. We all share the spark of the divine. Mhm. And we were made to spread it across the stars. Oh, Gottes Wille, okay. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Mhm, mhm. Wenn du das sagst, wenn du das sagst. Ja, 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 ja. Ja, die Dinge fügen sich schon irgendwie, schätze ich. That they do. Though it's up to us to make the most of those opportunities, wouldn't you say? Hm. Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? Jo, mach ich glatt. Wir gucken uns noch ein bisschen um hier, ne? Wenn du nichts dagegen hast. Wir schauen mal, was hier so alles gibt, besonders da oben.
Okay, oh, da steht noch einer. Lissy, okay. Was haben wir hier? Mother Hausschlüssel, okay. Aha. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht geht's so einfach nur raus. Ja, hallo. Hallo, Liz. Gucken erstmal hier um. Was haben wir hier? Was ist das hier? Aha, eine Hand. Aha. Okay. Was ist das? Untersuchen. Levi Mathers Poesiealbum. Privat, nicht lesen. Na, wir lesen das nicht. Wir überfliegen es noch kurz. Sonnenaufgang, die Sonne wärmt den Horizont, rund, weich und hell, wie die Knoten eines Zystenschweins. Der Tag ist frisch und voller Möglichkeiten. Aha. Okay. Bäume. Mhm. Immer rot wächst aus dem Grund, glänzend triumphierend im Tageslicht. Erinnernd, das Leben wächst, selbst hier im Staub. Mhm. Okay. Himmel. Monarch One wird groß und duster, wie eine Mote, den Himmel fressend. Aha. Denke an Worte, ihn zu beschreiben, doch Dunkles verschlingt sie auch. Mhm. Hunger. Aha. Schmerz im Bauch tut immer weh, Essen macht krank, was nur. Okay. Also die futtern hier irgendwas, was denen wohl nicht so gut bekommt, würde ich mal sagen, ne? Okay, jetzt kriege ich doch Missbedenken hier, dass wir hier essen. Sind das Kannibalen oder so was? Hä? Kommt mir fast so vor. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Kannibalen werden. Ist alles möglich in dem Game hier. Okay. Sollen wir es wagen? Oh ne, du guckst schon. Aha. Aha, du beobachtest uns. Ja, gut, dass wir es nicht geklaut haben, ne? Was gibt es denn da alles? Ja, gut. Ja, komm, lass mich mal raus hier. Lass mich noch vorbei. Warte mal hier. Hier geht's noch weiter hoch. Hey, Liz. Hey, what are you doing in my room? Ich hab mich nur umgesehen. Ja, eben. Liar. Nee. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Nee, wirklich nicht. Was sind denn Raketenbonbons? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Aha. Like the other man used to bring. Aha, welcher andere Mann? I'm not telling you. Aha. Ja gut, dann beruhig dich, ich gehe ja schon. Wo ist denn das, eine Flasche mit da? Na, ist egal jetzt so. Wir gucken uns mal oben um. Es geht aber ganz schön hoch hier, ey. Okay. Warte mal hier, haben wir irgendwas? Na, hier ist das Klo, das Bad. Was ist das hier? Stück Seife. Okay. Aha, Schlafzimmer. Okay, haltet mal wach da draußen. Was ist das hier? Aha. Spielkarten. Okay, hier kommen wir nicht rein. Wir haben auch keine Dietriche. Keine Mac-Dietriche mehr. Aha. Okay, das sieht aber auch nicht gesund aus da, wenn ich mal so das Loch schaue, oder? Sieht irgendwie, ist das Blut da am Boden an der Wand? Das sieht fast so aus, ne? Heieiei, die machen irgendwelche Experimente hier, also. Okay. Na gut, gucken wir mal. They'll never see us. Hi. Halt, halten, knacken. Kann man die beklauen? Ich tu mal kurz speichern. Ich versuche mal, ob man die beklauen kann. Bitmodule. Leichte Munition. Ein Bitmodul. Nee, das lohnt sich ja gar nicht. Okay. Aber cool, dass man die beklauen kann. Okay, gehen wir mal weiter runter. Vielleicht kann man die Mutter ja beklauen. Aber das sehen die wahrscheinlich dann, ne? Ja, gut. I hope you favor ketchup and woolly cheddar. We have to make do with what we can find. Aha. Okay. Kann man auch einfach wieder gehen? Ach, ne, guck mal einer an. Die lassen uns hier gar nicht mehr raus. Es ist aber nicht wahr, oder? Echt jetzt?
Okay. Ja, wir haben schon sowas gedacht. Ey. Die lassen uns jetzt gar nicht mehr raus hier. Ja, verdammt. Okay. You must be famished. So are we, my friend. But one can't rush a fine meal. Mhm. Ja, warum ist die Tür verschlossen? Is it sticking again? Uh-huh. I'm afraid nothing out here works the way it used to. So, so. There's a bit of a trick to jimmying it open. I'll see to it once we've finished dinner. Mhm. Nee, du kümmerst dich sofort. Ich bitte um Entschuldigung. Sorry. Oh Gottes Willen. Nein, du kümmerst dich sofort darum. Please, there's no need for incivility. Though I certainly understand how hunger sharpens the temper. I promise I'll get the door open once we've had our meal. Until then, why don't you stretch your legs a bit? A nice walk around the house will surely limber them up. Ich hab mich schon umgesehen. Nee, warten wir mal, warten wir mal, warten wir mal. Warten wir einmal ab. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nice to meet you. Wait. Ja, du schon. Did I already say that? Ach Gott. I hope you favor ketchup and woolly cheddar. Ja, 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 hast du schon gesagt, hast du schon gesagt. Ha. Ha. Okay. Hier geht's auch nicht rein, ne? Oder? Doch, wir könnten das ja knacken. Oh, das, hoffentlich kriegt das den nicht mit da hinten. Wir knacken das mal. Okay, also hier geht's nur raus, okay. Hätten wir das mal wieder gemacht. Wir gucken mal. Gucken wir uns mal oben hinter. Da oben. Ich wollte zwar eigentlich nicht hier einbrechen, aber egal. So. Jo. Sulfur-sodden assholes. Mhm. Enough that the rats eat everyone? Now people are doing it too? Ich hab mir das gedacht. Das sind echt. Ja, allerdings, ich hab mir echt gedacht, das sind Kannibalen. Gott, echt jetzt. Identifiziert Braxton Hecht als Angestellten des MSI Fleischbetriebs in Velma Börs und Fokus. Aha. Bei Verlust bitte an Billard Velma oder den aktuellen Leiter des MSI Fischereibetriebes in Stella Bay zurückgeben. Okay. Auftrag aktualisiert. Durchsuche das Haus. Schön. Okay. Ja, toll. Ja, man haben wir schon gedacht, dass es Kannibalen sind, ja. Ja, ja. So. Wahrscheinlich werden wir jetzt angegriffen oder so. Na? Na, guck, sind alle. Ist keiner mehr hier oben jetzt. Das heißt, wenn keiner hier ist, klauen wir mal den Mac Dietrich hier. So. Und dann klauen wir auch direkt hier das Zeug, wenn wir schon dabei sind. Schlafen tun wir jetzt nicht. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch wieder hier raus, ne? Aber... Okay, jetzt steht die hier unten. Aha. What's this? You're tracking blood into the kitchen. Aha. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Hey, du hast gesagt, wir sollen uns umsehen. Ganz ruhig, das muss kein schlechtes Ende nehmen. Yep, einer meiner besseren Qualitäten. Der mörderische Kannibale beschuldigt mich der Neugier. Quickly, my dear, he's getting agitated. We can't let the meat spoil. Mhm, danke. Don't worry. We'll make this quick. Ja, ich hab's mir schon gedacht. It deserved to die so clean. How could we explain this to folks? Hey, yeah, yeah. Everybody with missing family will wonder if. Tja, da sagst du was, ne? Tja. Naja, so bitte ich zu suchen wir die mal hier. Naja, da ist Mr. Hausschlüssel. Haben wir den auch. Ja, ich meine, wir hätten das natürlich auch anders lösen können, aber ne, Kannibalen können wir nicht am Leben lassen. Das geht nicht. Das, sorry, aber. Das stand außer Frage, dass die sterben müssen. So. Na gut, hier oben haben wir jetzt ja alles. Alles klar. Haben wir das erledigt. So. Jetzt gehen wir wieder.
Denn wir müssen immer noch den Colt für alle Fälle machen, ne? Als Kind habe ich die Serie wahnsinnig gern geschaut. Ein Colt für alle Fälle. Wer kennt sie nicht? Also zumindest Leute aus meinem Jahrgang kennen die wahrscheinlich alle. Oh, noch mehr von den Reptilon-Koloss. Okay. Komm, greif mal an. Jawohl, druff, druff, druff. Hoch, du Schnuffel. Jawohl. Ach, guck. Ah, jetzt guck mal, jetzt geht's, ne? Schrumpf, schrumpf, schrumpf. Okay, okay, okay. Hey, ihr braucht mich nicht, ne? Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ich sehe schon. Okay, schön. Ja, habt ihr gut gemacht, ihr zwei. Ihr braucht mich gar nicht, ne? Wofür bin ich eigentlich dabei? Ne? Könnt eigentlich auch alleine hingehen. Oh, okay. ASS-Gebäudeschlüssel, bleiverstärkter Körperpanzer. Okay, den Körperpanzer muss ich mir direkt mal anschauen. Was ist denn das für ein Ding? Ist der da? Ach, nett. Okay. Rüstung 14. Okay. Ist noch immer noch ein klein bisschen besser. Pavati, mal schauen, was hast du denn hier? Was ist? Ja, die hat 34. Das wäre natürlich dessen Downgrade für dich, ne? Würde aber optisch besser zu dir passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber komm, wir lassen dir trotzdem das an. So. Charakter. Achso, ja, wir haben ja Stufenaufstieg, aber das machen wir jetzt nicht. Ein schicker Hut. Kleidungsführung und Fertigkeiten plus 5, Überzeugen plus 7. Naja, schön, 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 schön. Okay. Na, das wäre so ein Reptilon. Let's go! Nice hit! Oh, lauf noch nicht vor die Flinte. Don't mess with us. Genau. Leg dich nicht mit uns an. So ist recht. Da läuft auch noch so ein kleines rum. Ein spuckendes Viech. Reptilonfleisch, Reptilonfleisch. Reptilonfleisch. Das hat nix. So, da hinten. Ist also in diesem Gebäude drin, nehme ich mal an. Ist also in diesem Gebäude hier drin. Okay. Wie kommen wir denn da rein? Die Tür ist zu, so wie ich das sehe. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Okay, da könnten wir jetzt also rein. Aber bevor wir reingehen, schauen wir uns doch nochmal ein kleines bisschen hier um. So, was gibt's hier? Ah, guck, eine Werkbank. Sehr schön. Schwere Munition. Ah, komm, nehmen wir mal mit. Man weiß, wofür es gut ist. Notfalls zum Verkaufen. Nee. So. Raumschiffmodell. Können wir schlafen. Feuerzeug. Bleiverstärkter Körperpanzer. Rüstung 24. Oh, das ist auch nicht schlecht. Besser als die eine. Ne? Die hat 14. Stufe 15. Die hat 24. Mittel. Zwei Nahkampfwaffen. Das wäre schon das Richtige für die Pavati. Sieht genauso aus wie die, aber hatte mehr Rüstungswert. Ist komisch, ne? Ist das, weil die schon so kaputt ist? Wahrscheinlich, ne? Die hat 100%, die hat 35%, deswegen hat die wahrscheinlich mehr Rüstung, ne? Ich lasse die jetzt gerade mal kurz an, okay? Nur mal so kurz, ja? So. Okay, da haben wir noch Schränke. Hochballkarte, Rüstungsteile. Ah ja, gut. Gut, gut, gut. Pinkeln müssen wir jetzt gerade nicht. Und was anderes auch nicht. Werkbank. Hm.
reparieren. Rüstung reparieren. Was haben wir hier? Bleiverstärker, genau. Wahrscheinlich, wenn ich den jetzt repariere. Einfach alle ausgerüsteten Gegenstände reparieren. Naja, komm, ist okay. Wir haben genug. Das reparieren wir auch mal. Ah. Ja, ja. So, jetzt will ich nicht mal gucken. Tüffel modifizieren. Ja, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Jetzt möchte ich mal gerade mal schauen, ob sich jetzt da was geändert hat. Warum ist der? Den haben wir doch repariert. 100%. Warum ist der Schlüssel nicht voll? Auf jeden Fall hat diese auch Rüstung 24. Genau wie die. Die hat 29. 24. Okay. Naja, weiß der Geier. Gut. Okay. Das sind doch Reptidons. Die machen wir jetzt auch schon alle. Guck. Dreh dich mal um. Komm, schieß den Po. Ja, bin ich verwirrt, Pavati. Yep. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Ich weiß. Haben wir irgendwas ganz schnell zerlegen? Komm, wir zerlegen schnell die Rüstung hier. Was war? Zerlegen war Kuh, ne? Ja, genau. So. Haben wir noch was zum Zerlegen? Hier war noch irgendwie so ein Pulshammer. Nochmal zwei Stück von. Also wird zerlegt. So. Mal so auf die Schnelle. Was gibt's hier? Ne? Versiegelt. Aha, okay. Alles klar. Ah, hier ist noch eine Kiste. Mülleimer. Ist wieder versiegelt. So, hier müssen wir jetzt rein. Also, schließen wir das Ding mal auf und gehen hier rein. Schauen wir mal, was wir hier finden. So, was war das jetzt? Optional, die Daten löschen, ne? Genau. Munition, das sieht man an einem Terminal aus. Da können wir schon, was ist das hier? Das Adeno, Stims. Ja, nehmen wir erstmal kurz mit. Was ist das hier unten? Bitmodul. So, gucken wir mal. Also, willkommen in der Lagerhalle für Archive, Akten und sonstiges. Bitte wähle eine der unten stehenden Menüoptionen aus. Aha. Mitarbeiter, Evaluationen anzeigen. Ah, lade das letzte aufgerufene Dokument. Fortsetzen. Ein Bolt für alle Fälle. Haben wir das erledigt. Sanya hat die unbeliebte Angewohnheit, seine Berichte mit Zahlen und Statistiken zu erfüllen. Die Verwendung von Slogans, Jingles oder Taglines ist mangelhaft. Ja, Präsentationen sind oft trocken und Gelegenheiten für emotionales Investment oder humorvolle Referenzen bleiben ungenutzt. Sanja tendiert außerdem dazu, Arbeit abzuschließen, anstatt sie zu delegieren, aha, was für eine Position der oberen Führungsebene nicht förderlich ist. Aha. Insgesamt weisen Sanjas Angewohnheiten auf eine überbordende Detailtreue und einen Mangel an Vision hin. Aha. Eine weitere Beförderung wird nicht empfohlen. Verbesserungsbedarf in folgenden Arbeitsbereichen. Interpersonelle Kommunikation, Bündigkeit, Delegation, Ideenfindung. Zurück zum Stammverzeichnis. Aha. Ja, das hatten wir ja gerade. Was haben wir da? Mitarbeiter, Evaluation Brian Graham. Datei ist zugangsbeschränkt. Hacken. Anmeldedatenfeld. So. Grams Verständnis zur Produktkommunikation und Markenbewusstsein ist beeindruckend, insbesondere für einen einfachen Redakteur. Er hat ein Talent für einprägsame Slogans und Taglines. Mhm. Allerdings fällt es Graham schwer, sich kurz zu halten und er ignoriert Vorgaben für Schriftarten und Formate. Ein Teil seiner Arbeit weist zudem subversive Tendenzen auf. Aha. Weitere Beaufsichtigung empfohlen. Okay. Ericsson Dora. Dora weist ein wahres Talent für kurze und fesselnde Präsentationen mit einprägsamen Slogans. Ihre Delegationsfähigkeiten sind ebenfalls ausgezeichnet. Sie kann zu jedem beliebigen Thema ein langes Meeting planen und ist mit reichlich Arbeitsaufträgen für alle Mitarbeiter beenden. Zur Beförderung empfohlen. Okay, alle löschen. Moment mal, da gucken wir erstmal. Wie war das jetzt? Aha. Optional, lösche Daten auf den Terminals im Gebäude.
Optional. Sollen wir das machen? Was meint ihr? Ja, das ist wieder so eine Sache, ne? Ja, du hast Sanchez Mitarbeiterinfiltration auf einem der ASS-Timmers gefunden. Es ist eher wenig schmeichelhaft. Ja, ja, klar. Ja, komm, komm, löschen wir. Was soll's? So. Naja, komm, wir löschen das alles. So, zack. So, alle Daten wurden gelöscht. Zack. Fehler, keine Daten verfügbar. Alles klar, haben wir das erledigt. Gut. Vielleicht war es ein Fehler, aber was soll's, müssen wir jetzt mit leben. So, das haben wir ja schon alles. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch, ne? Dum, di, dum, di, dum, di, dum, di, dum. Oh, okay. Hacken wir mal. Durable Schützer. Aha, ist das noch so eine Rüstung? Okay. Ja, Spieluhr. Dim, di, dum, di, dum, di, dum, di, dum. Spind ist leer. Oh, was? Hm? I hear boots out there. Wait, can rats wear boots? Okay, ich glaube, das haben sie ja nie rausgekriegt. Wer bist du? Oh, thank the eternal. I'm Huxley. Hux, if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Mad Queen showed up. Then Rathodon, who's a void blasted mess. I ran in here, and now the door's locked. Little help? Jo, 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 jo. Du hast dich eingeschlossen. Ja, wie denn? It's easier than it sounds, all right? Next time you get chased by Raptodons, you let me know the rationality of your decision. Ja, stimmt. Klar. Klar, ich muss ja da rein, aber vielleicht lasse ich dich auch vorher verhungern. Oh, nee. Tja, ich muss da rein. Phew. Thanks, mister. Mhm. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh, much obliged. Bitte, bitte. So, das heißt, wir kommen jetzt hier rein. Zack. Hi, Huxley. Phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? I'm... Oh, you're traveling with someone. Never mind. Sicher, dass du so reisen kannst? Normalerweise zeigt man sich erkenntlich, wenn man jemandem hilft. Ja, eben. Erst hatte ich ihn eher geheim, die Wege, die hatte. Viel Glück. Ja, ja, eben, komm, sag wenigstens mal Danke oder so, nee, komm. I ain't got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and respect? Hm. Na toll. Lügen, durch meine Rettung bist du mit mir einen nicht nachverhandelbaren Vertrag eingegangen. Du schuldest mir jetzt eine Entlohnung. Einschüchtern, gib mir was oder ich stopfe dich da wieder rein. Anerkennen und Respekt nehmen die wenigsten Händler in Zahlung. Hm. Du hast sicher irgendwas dabei. Komm, wir überzeugen die mal. Komm. That's true. Okay, fine. Here. Danke. Danke. Ja, sicher, dass du so reisen kannst? Oh, sure. I'm a runner. I'm used to getting all dizzy and... Hey, who's your identical, slightly blurry friend? Ja, also dann, ja, viel Glück. Thanks a lot, mister. Mhm. Naja, gut, okay. Also ja, wir beziehen gerade leicht, merke ich, aber macht aber nichts. Das machen wir jetzt noch zu Ende hier, schnell. Bitmodul. Warte mal hier. MacDietrich, Bitmodul. Schwere Munition, nicht immer gut. MacDietrich. MacDietrich. Ja, Flammenwerfer nehmen wir mal kurz mit. Ich weiß, jetzt sind wir überladen. Ist aber egal. So, also. Das Datenmodul haben wir. Jawohl. Gut. Haben wir das erledigt. Und dann müssen wir jetzt zum Sanja zurückkehren. Wunderbar. Aber meine Lieben, das machen wir dann definitiv in der nächsten Folge. Ja, für diese Sitzung hier, sage ich jetzt mal, das war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer
Aiden Hobbs.